Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute möchte ich euch ein wunderschönes Gehäuse vorstellen. Und zwar von der Marke oder Firma Enwin. Wie ihr seht, schon wieder bei eBay eingekauft. Das Gehäuse, das ist ein Enwin 805. Das ist die Anleitung, Bedienungsanleitung oder ja. Da sieht man, was man verbauen kann, wie man es verbaut, welche Schrauben man nehmen muss. Hier zum Beispiel sieht man die Anschlüsse USB 3.0, USB 2.0, Frontpanel. Also alles erklärt auf jeden Fall, also schön mit Bildern, das ist richtig cool gemacht. Auf der Seite gibt es es auch hier auf Deutsch. Und da kann man halt immer schön gucken. Ja, hier, so hier, kann man das gut sehen. Und dann halt schauen, da zum Beispiel eine Radiatorenmöglichkeit, 120, 140, 240, 280, also da zum Beispiel die Festplatten, wie man die montieren kann, hier Montage der Festplatten, also schon ziemlich viel gezeigt. Also die Anleitung ist echt schön übersichtlich und schön groß, genauso groß wie der Karton selber. So. Anleitung mal auf die Seite, machen wir den Karton nochmal auf. Sehen wir mal gucken, dass es stehen bleibt. Darin befindet sich so ein Tütchen. Da war die Anleitung auch schon vorher drin, mit so einem Schnelldruckverschluss. Das ist wie ein Reißverschluss nur halt, oder ein Gleitverschluss. Irgendwie sowas in die Richtung. Also da sind auf jeden Fall Haufen Sachen drin, die hole ich mal auch mal raus. Also da sind viele Schrauben drin für den Lüfter zum Beispiel, hier für die Festplatten. Ebenfalls sind dabei sind Metall, so wie es aussieht, Metall Unterlegscheiben, Schrauben für das Mainboard. Netzteil, oder? Ja. Die meisten, die Schrauben nimmt man eigentlich nicht für das Mainboard, aber die Abstandsschrauben auf jeden Fall. Hier, dann ist da so ein cooles Tool dabei, und zwar, ich hoffe, man sieht es. Das gibt ja bei den billigen eher weniger, bei den teuren sieht man das öfter sowas. Das ist ein Adapter für Kreuzschlitz und dann tut man das Adapterstück für das Mainboard rein und dann kann man das schön festschrauben. Ja, viele Schrauben, wie gesagt, für die Laufwerke wahrscheinlich hier auch weniger. Also das sieht mehr aus wie so ein Netzteil. Ja, andere Sachen halt, ne? Einige Kabelbinder sind dabei. Irgendwie ein Mikrofasertuch in Schwarz. Sogar mit, was ist das? Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Das ist wie so gestanzt halt mit was Heißem oder so, denke ich mal, weil das sich so anfühlt wie verschmolzen so. Also ist nicht gestickt, aber wunderbar, fühlt sich ziemlich dick an. Ich denke mal, das ist jetzt wahrscheinlich so in die viermal gefaltet oder so. So. Dann hat man hier noch jeweils zwei Gummi, Schutzgummis für die Öffnungen und zwei Schrauben, so Rändelschrauben. Die haben auch einen ziemlich breiten, großen Schlitz, da kann man das eventuell dann mit Schrauben ziehen, aber das würde ich auf jeden Fall nicht machen, weil dann geht das Glas definitiv kaputt.
Deswegen immer lieber so schön vorsichtig von Hand, nicht übertreiben. So, und dann sind da noch solche Teile da. Ich denke mal, das ist für das Kabelmanagement. Man klebt das irgendwo hin, führt das Kabel durch, zack, zugemacht. Und man hat Ordnung im Gehäuse. Also Zubehör ist auf jeden Fall genügend dabei. Wie ihr sehen könnt, das Gehäuse, falls ich mich nicht täusche, das billigste, was ich je oder überhaupt im Internet gesehen habe, kostet so an die 170 Euro plus Versandkosten. Ich habe das gute Stück für nicht mal die Hälfte ersteigert. Finde ich echt schön. Ein Schnäppchen halt eben. Ne? So, im Gehäuse, im Karton könnt ihr schon mal das eingepackte Gehäuse sehen. Das ist schön in einer. So, ja, das kennt man auch von den Felgen her zum Beispiel. Das ist so ein Stoff, ich sag, so ein komischer Stoff ist das. An jeder Ecke gibt es so eine Polsterung. Schiebt man ein bisschen weiter her. So. Die mache ich natürlich jetzt mal weg. So, okay, jetzt muss ich das mal schön vorsichtig aufbauen. Okay, zack, die Seite auch zu und dann kann ich das vorsichtig hier drauflegen. So, okay, ich habe die Unterseite. Das jetzt vorsichtig raus. So. Ja. Okay. So sieht das Gehäuse, das schöne Stück aus. Das sind vier Schrauben, zwei oben, zwei unten. Das ist jetzt oben hier. So, erstmal vorsichtig. So, da könnt ihr etwas reinschauen. Das ist so eine Art Rauchglas. Ja, etwas halt abgedunkelt. Oder denke ich zumindest, dass es so ist. Weil man halt recht schwer reinschauen kann. Und ich stelle das mal so hin. Das ist jetzt von oben. Das ist. Ja, sieht aus wie nach so einem gebürstet und brünierter Aluminium. Sehr schön. Das Glas sieht echt super aus. Jetzt drehe ich mal das Teil noch so rum. Das ist jetzt die andere Seite. Ich weiß schon gar nicht, wo ich anfassen soll. So. Da. Sieht man, da steht hier Temperate Glas, steht da dran. So sieht es dann von hinten aus. Da ist schon ab Werk ein Lüfter verbaut. Kommt ein Netzteil rein.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis hier ist los. Oder? So. Jetzt drehe ich das nochmal so. Das ist von unten. Da seht ihr, ein Filter ist dabei. So, jetzt stelle ich das mal so hin. Hier vorne ist ebenfalls Glas. Da seht ihr zwei USB 2.0 Kopfhörer, Mikro, USB 3.0. Hä? Sieht man das? Nein, sieht man nicht. Okay. So, jetzt aber. Hier zwei USB, Mikro, Kopfhörer 3.0 und das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist, glaube ich, das USB 3.1. USB 3.1 ist das, so viel ich weiß, und zwar, ja, und zwar Typ C. So, steht alles in der Anleitung drin, Power Button, also vom Design her echt top. Da seht ihr dahinter auch so eine Art Wabenstruktur. Das Glas ist, denke ich mal, festgeklebt. Und zwar in diesen vier Stellen. Und okay. Mir gibt es hier vorne nicht. So, dann tue ich das nochmal so hin. Hier ist. Na, sieht man das? Muss aufpassen. Ja. Das InWin-Logo. Das ist in dem Gerüst selbst eingearbeitet und man sieht es halt nur durch das Glas jetzt, wenn man reinschaut. Okay, was gibt es da noch zu sagen? Okay, ich würde mal sagen, wir machen es einfach mal auf. Überall diese kleinen süßen Ringelschrauben. So. Okay. Das muss ich mal kurz wegmachen. Ja, wie man sieht, das Glas ist ja, verdunkelt. Wie gesagt, das ist eine Art Rauchglas. So. Hier drin ebenfalls sehr schön verarbeitet, hier Rändelschrauben, da Rändelschrauben für die Käfige. Hier, da kann man das rausholen, fährt man rein, zack, verriegelt, fertig. Da hat man auch sehr viele Möglichkeiten. Ja, manche sind, oder einige von den Mainboard-Abstandhalter sind schon vorinstalliert. Sind viele, ja, die Kabel sind sehr schön gesleeved. Also echt geil. Da kann man nichts sagen. Das sieht man, also sowas habe ich noch nie gesehen. Noch kein einziges Gehäuse habe ich gesehen, dass da schon Abwerk. Gesleevte Kabel gibt für USB-Anschlüsse oder allgemein für das Frontpanel, für die ganzen Anschlüsse.
So, da könnt ihr ebenfalls reinschauen. Hier sind Rändelschrauben. Da kann man diese Platte hier abmontieren. Und dann kann man da einen Radiator direkt reinsetzen. Montage. Ich glaube 120er und 140er ist überhaupt kein Problem. Montagemäßig. Filter zeigen, das ist der, wo unten ist. Der ist hier mit 4 Magneten ausgestattet. Also hebt auch sehr gut. Das sind wie so eine Ausbuchtungen, dann hebt es da genau. Ich glaube sogar, das ist. Moment. Ich glaube sogar, dass ja, das komplette Gehäuse ist aus Aluminium. Hier sind 4 Punkte eingearbeitet für den Filter, damit die Magnete auch haften können. Bleibt das, oder das haftet genau an der Stelle, wo das hin muss. Es kann nicht verrutschen und nichts. Moment, zeige ich kurz. So. Okay, man sieht es zwar nicht so besonders hier. Das sind 4 Punkte und 2 hier vorne. Und zwar die Magnete, die greifen ganz genau da rein. Da. Das ist dann drin und fertig. Das sitzt so, wie es sein muss. Gummifüße hier unten. Schön. Was zum Beispiel noch cooler wäre, zu dem Preis hätten die ehrlich gesagt auch dann schon ja, ein bisschen so Alu-Füße machen können oder eventuell. Wie ihr seht, wie gesagt, hier in Wien. Logo. Auch das ist Plexiglas. Jetzt wollen wir mal kurz mal so machen. Das würde mich interessieren, ob das eventuell sogar beleuchtet ist. So. Ich mach mal die 2 Schrauben mal hier weg. Ah, dann kann man das einfach nach oben rausziehen. Da sind Stifte, die passen da ganz genau dann rein. So, das tue ich mal kurz mal. Ja. Auf die Seite. So. Jetzt kann man da schön reinschauen. Okay. Mal kurz rein. Ja, das ist so, wie ich mir gedacht habe, das InWin-Logo. Sieht man hier. Dieses InWin-Logo hier ist beleuchtet. Das ist ja mal richtig schön. Sieht bestimmt voll geil aus. So. Machen wir die Pinnlade wieder drauf. Zack, das passt wie angegossen. Also die Verarbeitung ist wie gesagt sehr schön, sehr hochwertig, finde ich. Also ich finde der Preis ist auch, also es ist schon heftig, wenn man überlegt, 170 Euro für so ein Computergehäuse, aber also das ist schon gerechtfertigt, würde ich sagen. So, auf der Rückseite hier gibt es ebenfalls Möglichkeit für SSD-Montage.
Hier kann man eine montieren und hier nochmal zwei. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe so Angst wegen dem Glas. Ja, hier halt die normale Laufwerke. Oder kann man genauso gut auch die 2,5 Zoll SSDs montieren. Oder die 3,5 Zoll. Hier hat man eine Möglichkeit für eine SSD drauf. Hier hat man die Montageplatte, montiert man das drauf, Werk eingehängt, drauf gemacht, fertig. Hier bei der, oder das könnte sogar sein, dass man das auch von, obwohl ne, je nachdem, okay, obwohl je nachdem, was man für ein Mainboard verbaut, könnte man eventuell die SSD von hinten nach vorne holen, dass man die hier von vorne sieht. Eventuell. Da muss man also erstmal gucken. So. Okay. Das war's jetzt zu dem Gehäuse. Dieses wunderschöne Gehäuse aus Aluminium und Glas Kombination. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Achso, das ist ein MIDI-Gehäuse, soviel ich weiß, falls ich es richtig gelesen habe. Ja, und ein durchsichtiger 120er Lüfter ist ab Werk schon, wie gesagt, hier hinten montiert. Der ist komplett transparent. Ein 3-Pin. 3-Pin-Anschluss. Okay, ja, wie gesagt, im Ganzen ein schönes Gehäuse, sehr hochwertig verarbeitet, also da sind keine scharfen Kanten und nichts, das Glas sieht toll aus, das ganze Innenleben sieht schön aus, wie gesagt, sehr schöner schwarzer Aluminium. Wunderbar. So. Ja, okay. Das war es eigentlich alles von meiner Seite. Ich danke euch auch heute wieder fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.